Hallo und willkommen zurück in der Parkzeitwerkstatt. Mein Name ist Philipp und im heutigen Tool Talk geht's ans Grobe. Und zwar mit der Parkzeit Säbelsäge. Doch was ist eine Säbelsäge und wie funktioniert sie? Die Säbelsäge eignet sich zum groben Durchtrennen von Holz, Metall oder Kunststoff. Die Säbelsäge ist eine Linearhubsäge. Das bedeutet, dass das eingesetzte Sägeblatt sich in einer Hubbewegung nach vorne und nach hinten bewegt. Man kann dabei die Hubgeschwindigkeit über diesen Schalter in 3 Schritten erhöhen. Die Säbelsäge hat eine Hublänge von 23 mm. Die Hublänge ist die Distanz, die das Sägeblatt innerhalb eines Hubes zurücklegt. Wie bei allen Sägen gibt es hier auch verschiedene Sägeblätter für verschiedene Materialien, zum Beispiel Metall oder Holz. Das Einsetzen des Sägeblattes ist kinderleicht. Du nimmst zuerst den Akku raus, drehst das Schnellspannfutter, nimmst das Sägeblatt deiner Wahl und setzt es oben ein. Anschließend lässt du das Schnellspannfutter wieder los und prüfst, ob es fest sitzt. Dann kannst du den Akku einsetzen und lossägen. Um die Schnitttiefe zu verändern, kannst du diesen Hebel umlegen und die Fußplatte nach vorne oder nach hinten schieben. So, dann sägen wir mal. Ich habe beide Hände an der Säge. Vorne und hinten habe ich ein Softgrip, dass ich nicht abrutsche und muss zuerst den Sicherheitsschalter betätigen, um die Säge anzumachen. Die kompakte Bauweise und der schmale Körper von der Säbelsäge ist super, um in schwer zugänglichen Stellen zu sägen. Ich benutze sie am liebsten zum Beispiel im Fensterbau oder um große Holzbohlen ganz grob abzulängen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal für weitere spannende Inhalte und bis dahin geh's einfach an. Du packst das.